Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von McAllister's Outdoor Cooking. Hier in meinem Dutch Ofen schmort ein leckeres Münchner Senffleisch. Warum das Münchner Senffleisch heißt, was das Besondere daran ist und wie wir das alles zubereiten, seht ihr jetzt nach dem Intro. Viel Spaß! Letztens habe ich ja mein Bierfleisch gemacht, das war richtig, richtig fein und nach Bierfleisch kommt eben ein Senffleisch, das werden wir heute zubereiten. Passt vom Wetter her super, so richtig schönes fleischiges Gericht, richtig schön wärmend, es ist nass, kaltes Schmuddelwetter und ja, die nächsten Tage soll der Schnee bei uns einbrechen, es ist Ende Februar. Am Wochenende bin ich ja beim Grilljunkie unterwegs, wir fahren nach Sindelfingen auf die Messe. Ich hoffe, da passt es wettertechnisch einigermaßen. Aber um nicht abzuschweifen, kommen wir hier zurück. Was wir für unser Senffleisch alles brauchen, schauen wir uns jetzt im Einzelnen einmal an. Hauptdarsteller heute ist unser Schweinenacken. Ihr könnt alternativ auch Putenfleisch nehmen, wird sich hier auch besonders gut eignen. Haben wir aber dennoch für Schweinefleisch entschieden. Dann haben wir Petersilie. Ein paar Champignons, wir haben Zwiebeln, Creme Fraiche, ein bisschen einen Weißwein. Dann haben wir hier das Gambazamba-Gewürz vom Beef Buddy, ist ja eigentlich nur für Fisch betitelt. Verstehe nicht warum, denn die Gewürze, die hier drin sind, eignen sich hier perfekt zum Würzen für unser Fleisch. Gehe später drauf ein. Dann haben wir natürlich etwas süßen Senf, das brauchen wir für unser Senffleisch, Münchner Art. Etwas Braten vor und hier hinten Essiggurken bzw. Cornichons. Das Rezept und genaue Mengenangaben dazu findet ihr wie immer unten bei mir in der Infobox und wir fangen an mit unseren Vorbereitungsarbeiten. Da ist ein bisschen was zu tun, wir fassen aber wieder alles schön kompakt im Zeitraffer zusammen. Step 1, wir werden unseren Schweinenacken halbieren und in schöne kleine dünne Steaks schneiden. Unsere Champignons werden gesäckselt. Die Cornichons müssen klein geschnitten werden. Die Zwiebeln müssen wir schälen und in dünne Streifen schneiden. Last but not least unsere Petersilie, die wird man einfach schön fein hacken. Klein geschnitten ist dann alles soweit und jetzt müssen wir unser Fleisch hier noch ein bisschen würzen. Ich habe euch ja gesagt, wir nehmen heute das Gambazamba-Gewürz vom lieben Beef Buddy. Das Gewürz enthält Zutaten wie unbehandeltes Meersalz, Paprika, Cayennepfeffer, Chili, Zwiebel, Knoblauch, Oregano, Petersilie und Thymian. Also obwohl hier geschrieben wird, hervorragend für Fisch, ist es natürlich auch perfekt für so Schweinenacken gedacht, wenn man die ein bisschen marinieren möchte. Und da geben wir jetzt einfach eine großzügige Menge dazu. Und da darf natürlich richtig was ran. Dazu werden wir jetzt schon mal eine Prise von unserem süßen Senf hier geben. Da gibt es natürlich nur den einen originalen, den guten Händelmeier süßen Senf. Und da geben wir schon mal gute 3 bis 4 Esslöffel mit dazu. Und dann wird das Ganze schön mariniert und alles mal schön durchgeknetet. Das war's dann auch an Vorbereitungsarbeiten. Ich werde jetzt hier ein bisschen zusammenräumen und umbauen und dann sehen wir uns gleich am Gasgrill wieder, denn am Gasgrill werden wir das Ganze heute zubereiten. Und verwenden werden wir heute die DOS Q4 von Barbecue Toro. Das ist die Kastenform und die liebe zurzeit über alles. Und die werden wir jetzt erst einmal kräftig aufheizen. Und während die Pfanne aufheizt, werden wir gleich ein bisschen Butterschmalz hineingeben und lassen die schön schmelzen. Der Butterschmalz ist dann heiß und dann werden wir beginnen, dass wir uns unsere kleinen Mini-Fleischstücke hier portionsweise schön anbraten werden, dass sie richtig schön Farbe bekommen. Und immer wenn das Fleisch dann schön Farbe bekommen hat, werden wir die einzelnen Stücke hier rausnehmen. So in diesem Style passt es. Und werden das ganze Fleisch einmal durchgehend anbraten. Gute Zeit später ist dann unser komplettes Fleisch einmal durchgehend angebraten. Wir haben ein paar Röstaromen drauf bekommen. Das Fleisch muss auch nicht komplett durch sein.
und das werden wir jetzt hier nochmal herausnehmen. Und wichtig ist, dass wir jetzt schnell unsere Zwiebeln hinzugeben und unsere Champignons, dass wir die hier drin ein bisschen anbraten und die ihr Wasser lassen, dass wir uns den kompletten Satz vom Boden unten lösen können. Deswegen ist es da auch wichtig, dass ihr da mit einer gewissen temperierten Temperatur arbeitet, da euch sonst unten der komplette Ansatz richtig stark anbrennen könnte. Und ein paar Minuten später sieht das Ganze dann hier schon so aus. Ich hoffe, man kann ein bisschen was sehen. Ich versuche mal den Rauch wegzupusten. Naja, bringt nicht viel. Auf jeden Fall, die Zwiebeln und die Champignons fangen das Wässern an und kriegen jetzt auch schon richtig schön Farbe von dem Satz, der sich am Boden unten löst. Das Ganze werden wir jetzt einfach so lange machen, bis das alles ausgewässert hat und wieder das Braten anfängt. Und wieder ein paar Minuten später sind wir dann an dem Punkt, wo das langsam wieder das Braten anfängt. Und wir werden jetzt hier unseren Weißwein dazugeben und alles schön ablöschen. Und schön langsam wird die Sicht hier auch wieder ein bisschen besser. Auf jeden Fall werden wir unseren Weißwein jetzt hier ein wenig einreduzieren lassen. Das kann auch wieder ein paar Minütchen dauern. Der Wein ist dann ein bisschen einreduziert. Dann haben wir jetzt hier unsere Cornichos. Die werden wir jetzt hier dazugeben. Der süße Senf und die säuerlichen Cornichos geben den ganzen so einen richtig geilen Touch. Wir geben nochmal eine kräftige Portion von unserem süßen Senf hier dazu. Füllen alles mit unserem Bratenfond auf. Und das Ganze wird jetzt erst einmal schön verrührt. Und wir sehen hier, was wir für eine richtig schöne, geile Farbe hier drin haben. Das haben wir alles durch unsere Röstaromen am Boden hier rausbekommen. Wir geben jetzt unser Fleisch wieder hinzu und schauen, dass das schön hier mit Soße oder Flüssigkeit bedeckt ist. Hier werden wir jetzt unseren Deckel drauf geben und dann werden wir die Flamme hier ein bisschen nach unten stellen und auf kleiner Flamme lassen wir unser Töpfchen hier mal für gute, ich sage jetzt mal eine Stunde, schön gemütlich dahin schmoren. Willkommen zurück, ein gutes Stündchen ist jetzt vergangen und wir werden mal in unser Töpfchen hineingucken. Und da brodelt und tut's da drin, richtig geil. Und dann werden wir unser Töpfchen hier einmal schön umrühren und die Zwiebeln haben ihr Übriges getan. Also wir haben jetzt hier eine richtig schöne Konsistenz hier drin bekommen und das sieht schon mal richtig, richtig geil und matt aus. Damit wir das Ganze jetzt noch ein bisschen aufpimpen können, werden wir da jetzt ein bisschen Creme Fraiche dazugeben. Ich sage jetzt mal so pauschal 2 richtig schöne dicke Esslöffel. Dazu kommt unsere Petersilie. Und dann werden wir das nochmal alles schön vermengen. Und ein richtig geiler Senfduft kommt dann hier entgegen. Also da freue ich mich jetzt dann wirklich drauf, das Ganze probieren zu können. Ich gebe jetzt nochmal ein bisschen Gas drauf. Und dann lassen wir das jetzt alles nochmal für gute 5 Minuten schön einköcheln. Und danach soll unser Senffleisch hier fertig sein und wir können das Ganze probieren. Und in diesem Sinne Deckel wieder drauf und nochmal kurz warten. Unser Senffleisch ist jetzt fertig und ich habe das einfach mal hier rübergestellt auf den Gasgrill. Und das sieht wirklich hervorragend aus. Nicht zu dünn, nicht zu dick. Und ich werde mir jetzt hier einfach ein schönes Probierle in meine Schüssel hineingeben. Oh, und ich sabber gleich, Freunde. Wir machen unseren Deckel wieder drauf und dann wird das Ganze probiert. Ja, dann sind wir wieder am Ende von unserem Video angekommen und wie bei jedem Video wird das Ganze natürlich auch verkostet, was ich hier gezaubert habe und das werden wir jetzt auch machen. Rauchen tut, scheint mega heiß zu sein, von dem her schnell pusten und dann guten Appetit. Freunde, richtig geiler Scheiß, muss ich euch sagen. Also haut mir hier tatsächlich richtig vom Hocker. Wir haben hier richtig geilen süßen Senfgeschmack zusammen mit diesen Cornichos. Also das süß-saure, was ich euch im Video erzählt habe, trifft hier tatsächlich zu.
Hau mich mega von den Socken. Könnt ihr mir jetzt wirklich reinlegen in diese ganze Suppe hier. Mega, mega geil geworden. Geschmacklich wirklich vom allerfeinsten. Sicherlich könnte man jetzt hier ein paar Kartoffeln noch mit dazu geben. Die hätten es hier drin ganz gut gemacht. So machen wir jetzt Kartoffeln separat dazu, beziehungsweise so Rösti-Ecken. Prinzipiell würden Pommes dazu passen. Also der Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt. Und ja, wir haben das super einfach alles hinbekommen. Ich habe gesehen, es war nicht großartiger Aufwand, das Ganze zuzubereiten. Aber das Ergebnis lässt sich hier wirklich sehen. Am Anfang habe ich es ja gesagt, man könnte das Ganze sicherlich auch mit Hähnchenfleisch zubereiten. Das würde ja auch super passen. Wäre jetzt im Nachhinein vielleicht die klügere Variante gewesen als das Schweinefleisch, weil Hähnchen und so süßer Senf, finde ich, passt ein bisschen besser zusammen. Aber das tut im Ganzen keinen Abbruch. Unser Fleisch hier ist butterbutter weich geworden. Nach knapp 1,5 Stunden, wie wir das jetzt schmoren haben lassen. Und ja, ein super Ergebnis. Und mehr ist dem hier auch nicht hinzuzufügen. Von dem her kommen wir da jetzt auch gleich zum Schluss. Ich hoffe, mein Münchner Senffleisch-Video hat euch soweit gefallen. Wenn es so war, gebt mir einen Daumen nach oben. Einen freundlichen Kommentar, solltet ihr nur keine Abonnenten sein. Hier drüben könnt ihr das gerne jederzeit nachholen und ich bin raus. Wir sehen uns dann in Sindelfingen wieder, beziehungsweise ich weiß nicht, wann die Videos rauskommen. Aber ich denke mal, das Sindelfingen-Video wird vor diesem Video rauskommen. Und in diesem Sinne sage ich danke fürs freundliche Zusehen. Bis zum nächsten Mal, euer McAllister. Macht's gut. Ciao.